So, herzlich willkommen bei mir, dem Steini. Es ist mal wieder soweit. Die Lootboxen sind da. Wutbox, Wutwut und die Lootchest für April. Diesmal etwas spät, aber ja, dafür werden wir angefangen mit der Wutbox. Einmal mal die Boxen durchgehen. Was haben wir denn dieses Mal in der Wutbox dabei? Natürlich wieder. Upsala, einmal wegpacken. Infobroschüre. Was ist drin? Was ist es wert? Was kann man in der großen Box diesen Monat gewinnen? Wahrscheinlich ist es aber schon zu spät, daran teilzunehmen. Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal, was ist in der Bootbox drin? Ja, genau. Fangen wir gleich damit an. Das war, das ist der Pin, der für März bestimmt war. Wie gesagt, da kam ja eine E-Mail, dass der halt einen Monat später kommt. Und hiermit ist er quasi angekommen. Das ist der Pin. Ein, ja, Alien-Hit. Man in Black, wenn man es will. Dann haben wir eine Cyclops Marvel Q-Fig Cyclops X-Men Actionfigur. So sieht sie aus. Dann haben wir das T-Shirt. Moment, das muss ich auseinanderfalten. Von Assassin's Creed. Mit, ja. Da Vinci-Verweis quasi. Dann haben wir eine James Bond. Tasse hätte ich jetzt gesagt. Tasse kommt gleich. Ein James Bond schwarzes Glas, Trinkglas. Das sieht dann so aus. Moment. Wie gesagt, ist echt Glas, ist auch echt schwer mit quasi dem. Wo am Anfang jedes Films sich in die Kamera dreht und schießt. Diese Szene ist das quasi. Kann man schwer erkennen jetzt auf der Kamera, auf dem Glas, aber na, hier würde er jetzt in der Mitte stehen und mit der Walter PPK auf die Kamera schießen. Und dann kommt das Blut runter. So, dann haben wir ja diesen Monat dabei ja, ein kleines Dankeschön in Form einer Joker-Tasse. The Joker, eine Trinktasse, ja, ganz normale Kaffeetasse. Und dann haben wir noch, so, Moment, muss ich eben, für, ja, für lange Reisen, Flugzeug jetzt nicht mehr, aber für lange Reisen ein Nackenkissen, Reisekissen zum Aufpusten von Dr. Who. Nett, nett. So, was war noch dabei? Ganz klar. Genau, das ist nämlich Treueprämie. Das ist die Tasse. Und einmal nochmal Werbung. So, das war die Lootbox. Kommen wir zur Lootchest. Fangen wir auch wieder an mit der Infobroschüre. Hey ho, Looter. Bla bla. Mitarbeiter des Monats. Super tolle T-Shirts, Hannover, Kreuzworträtsel ist drin, eine Grafik, von der ich gerade nicht weiß, welchem Spiel, Schrägstrich, Serie, Film, sie jetzt ist, gut, okay. Dann haben wir Let's Loot, genau, fangen wir einfach mal an. Wir haben, fangen wir an mit, oh, mit dem T-Shirt. Wir haben hier nämlich ein, da die Telefonzelle eben schon gesehen habe, ein Doctor Who T-Shirt. Dann haben wir eine, upsala, wo ist es? The Walking Dead Action Figure. Real Apocalypse, ja, ne, das da. Wie gesagt, Walking Dead habe ich nie gesehen, war nicht meins. Ah, guck mal, von den Action Figuren gibt es 10 Stück von. Und Chuck Norris ist dabei, sehe ich gerade. Ja, wunderbar. Und Shere Khan. Bom, 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 bom. So, was haben wir noch? Wir haben ganz coole Super Mario Kühlschrankmagneten, beziehungsweise generell Magneten. Wenn man jetzt einen Kühlschrank hat mit Holzverkleidung, ist das eher schlecht. Aber ich packe sie mal aus.
Wie gesagt, zwei verschiedene Sets, wenn du so willst, oder ein Set, aber zwei verschiedene Motive. Die kann man jetzt hier quasi noch so rausholen. Und man kann sich dementsprechend ein eigenes Level bauen. Je nachdem, wie man möchte. Die Dinger sind richtig cool. Dann haben wir ein Mystic Ball, Ghostbusters. So ein kleiner Plastikgeist, hätte ich fast gesagt. Hat auch ordentlich Gewicht. Also kann man schön jemanden abschmeißen mit. Was haben wir noch? Kurz mal rum. Von Ballisto, ein Toffee Crisp. Der ist, den habe ich nicht mehr. Der ist nämlich als ich die Box bekommen habe, schon im Magen verschwunden. Aber wir haben von Kingdom Hearts Mickey Mouse quasi. Wieder eine Actionfigur. Wie gesagt, von diesen Figuren gibt es, wie man sehen kann, 1, 2, 3, 4. Ja, drei Pakete, vier Figuren. Wie gesagt, wir haben die Mickey Mouse. So, und diesen Monat gab es dazu quasi das ein weiteres T-Shirt. Auch als, dass man das Abo abgeschlossen hat. Mit einem Gamer-Herz, hätte ich was recht. Mit Controller-Herz. Mit Nintendo-Controllern. Nett. So. Das war die Loot-Chest. Loot-Chest-Community, Fotos, bla bla. Genau. Das war die Loot-Chest und die Footbox für den Monat April. So, wie gesagt, besser spät als nie. Im Mai, sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Und nur wenn ihr wollt, müsst nicht. Könnt ihr natürlich ein Abo dalassen. Und mich auf Twitch besuchen zum Beispiel. Oder im Discord. Oder auf Twitter. Oder auch zu Hause. Nee, halt. Wäre es besser nicht. Aber ja, wie gesagt, wir sehen uns im Mai. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Woche, etc. Man sieht sich. Horrido.